Aufstellen zum Hochzeitsfoto. Wie bei jeder ordentlichen Trauung versammeln sich auch bei Carl Philipp und Sophia von Schweden nach der Zeremonie alle zum Gruppenfoto. Nur ist das bei den beiden ein bisschen aufwendiger als bei unsereins. Schließlich muss die komplette Hochzeitsgesellschaft mit mehreren hundert Gästen aufs Bild. Ort des Geschehens, der Schlossbalkon mitten in Stockholm. Auf dem Weg nach oben müssen Carl Philipp und Sophia noch jede Menge Glückwünsche entgegennehmen. Natürlich will jeder dem frisch gebackenen Brautpaar alles Gute wünschen. Doch dann wird es ernst. Carl Philipp checkt beim Blick nach unten, ob der Fotograf bereitsteht. Zur linken Seite des Brautpaares stellen sich Sophias Eltern Marie und Erik Hellquist auf. Zur rechten steht das Königspaar Carl Gustav und Silvia. Immer wieder verlangt das Volk nach einem Winken von Brautpaar, das dem Wunsch natürlich gerne nachkommt. Keine leichte Aufgabe für den Fotografen, der alles unter Kontrolle bringen muss. Auf der linken Treppenseite sehen wir Sophias Schwestern und viele Freunde des Brautpaares. Rechts steht der europäische Adel. Königin Margrethe von Dänemark guckt sich das Ganze gewohnt entspannt auf die Brüstung gelehnt ganz genau an. So, alle zusammen, Daumen hoch von der Braut und bitte recht freundlich.